Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable hier auf den Chocolate Mountain Server oder wo auch immer wir gerade sind, in irgendeinem Schokoladenserver. Ja, wir sind auf dem Milka-Server. Der Milka-Server, ja, das finde ich auch wunderbar. Ist jetzt dein normales Let's Play von Star Stable, richtig? Genau, richtig. Das ist mein ganz normales Let's Play und ja, ich hatte Genau. einfach mal wieder Hilfe nötig. Es ist so ein kompliziertes Spiel für alle von euch, die denken, sie können alles spielen. Ja, loggt euch ein bei Star Stable und ihr werdet eines Besseren belehrt. Genau. Da vorne steht schon wieder eine von diesen Bobcats, oder? Ja, das ist auch ein Bobcat. Das Oh, stimmt. ey, die sind alle weg. Alle weg. Das ist Emilie. Aha. Hallo, du siehst aber komisch aus. Naja, Was, okay. die sieht komisch aus. Ich glaube, die hat eine Brille. So eine kleine. Ey, was soll das denn jetzt hier heißen? Sehen Brillenträger komisch aus, oder? Ich habe auch eine Brille. Ich auch. Na gut, dann sehen wir alle komisch aus. Wie war das nochmal? Was sind eigentlich gelbe Punkte und grüne Punkte? Also die gelben Punkte, das sind die laufenden Quests, die du gerade hast. Die Was ist denn da eine grünen laufende sind die Quest? erreichbaren. Ja, wir müssen ja jetzt mit Thomas reden. Ach, da war was, genau. Genau, und die blauen, das sind die, die du immer wiederholen kannst oder so. Hallo, hier muss ich doch hin. Genau, und da wartet nämlich auch schon Konrad auf uns. Kann sich in Star. Nee, in Star Stable konnte sich das Pferd nicht verletzen, ne? Nee, nicht so ganz. Ein bisschen. Okay, das ist gut. Ach, das ist. Nee, das ist doch nicht Thomas, das ist doch Konrad. Ja, Konrad. Okay, jetzt kann. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Sind das die gelben, die laufen? Also die man annehmen Bei kann? Das denen habe ich schon kann mal auch gemacht. Der sein. will ja, dass wir so Sachen einsammeln. Ach so. Ich schaue einfach mal hier Log. Sprich mit Thomas. Sprich mit Thomas Morland, dem Besitzer der Morlandstelle. Genau. Dann Das sind ist der das die. falsche Ha! Ansicht. Ja, ist okay. Das war dann falsch rum. Die grünen sind die laufenden. Du wolltest mich nur in die Irre führen. Ich wollte dich nur ein bisschen verwirren, genau. Oh, das ist zu steif für mein Pferd. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Thomas. Ja, Thomas, der steht auch Ja. immer da direkt bei den Shops eigentlich, ne? Los, mein Pferd weigert sich gerade zu laufen. Bist du an einem Berg oder so, an einem Hang? Es Witzig finde muss. ich ja, ich habe ja hier so ein anderes Spiel gespielt. Wie hieß denn das? Kingdom Come Deliverance. Das ist eigentlich so ein Ritterspiel, was irgendwann rauskommt. Okay. Und da drinnen kannst du auch rumreiten, was eigentlich so am meisten Spaß macht. Und wenn du mit dem einfach durch Büsche reitest oder so, kann es tatsächlich passieren, dass es halt ein Dornbusch war und dein Pferd verletzt ist und es dich abwirft. Au, okay. Ja, wusste ich auch nicht. Habe ich auch schmerzhaft erfahren müssen. Das ist ja fies. Ich fand das, ich habe jetzt The Last of Us spiele ich gerade. Da gibt es jetzt auch einen Pferdepart. Das ist auch ganz witzig. Da bist du auch aber auf einem richtig schönen Pferd drauf und musst mit dem ein bisschen rumreiten. Super, danke Mira. Bist definitiv mein Held, meine Heldin. Ah, danke. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Lea. Die Lage mit Herrn Campbell vom GED gerät außer Kontrolle und ich brauche deine Hilfe. Immer Okay. brauchen alle Hilfe. Bin also hilfebedürftig. Was will denn der? Das Das ist ist schrecklich. schrecklich. Ja. Komm, lies du vor. Dieser schmierige Herr Campbell plant, uns alle rauszuschmeißen und die Molenstelle niederzureißen. Ich habe gehört, dass er den Stadtrat schon fast überzeugt hat und mir rennt die Zeit davon, um ihn davon abzuhalten. Sogar jetzt, während wir sprechen, stellt dieses dreckige Pack von. Pack? Wie bitte? Von Landgutbeachtern überall seine Geräte auf, um einen detaillierten Abrissplan für den Stadtrat zu erstellen. Ich weiß, dass mir dieses Land gleichermaßen zusteht, aber ich brauche etwas Zeit, um alle Papiere zusammenzusuchen. Wirst du mir helfen, die Mulan-Stelle zu retten, Zelda? Wir müssen Herrn Campbell Land begutachten. Landgutbeachter finde ich total witzig. Muss ich schon sagen, das sind Landgutbeachter. Ja, das ist ein Traumjob. Steine in den Weg zu legen, um Zeit zu gewinnen. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist ihr GPS abzuschalten. Sie installieren es in diesem Moment im Wald, nördlich der Molanstelle. Okay. Wollen wir das annehmen? Ja, natürlich. Natürlich. Wir wollen GPS von Landgut beachten. Einmal wechseln hier. Oh, und die Musik ist auch total spannend jetzt gerade.
Ja, ich habe ja keine Musik. Ach, ohne dass sich die GEB-Mitarbeiter sehen. Okay. Was? Steht da unten, steht Achtung. Achtung, eine Eilmeldung. Okay. Ohne dass die einen sehen? Wird das denn klappen? Ach so. Ah, wir gucken einfach mal. Ah, wir sind gar nicht da. Wir tun einfach nur so, als wenn wir hier lang reiten. Genau, wir reiten einfach nur friedlich durch den Wald. Das sind GPS-Geräte, oder was? Ja. Pups. Genau. Hey, cool. Schauen wir mal. Boah, die Musik ist echt so spannend. Erzähl euch die ganze Zeit von der Musik. Ich habe eigentlich die Musik auch eingeschaltet, höre aber keinen. Ups. Schade. Also die ist echt gut jetzt. Ist aber nur ganz leise bei mir. Moment, ich muss mal hier gucken, mal kurz rein. Ach so. Ach, da ist das. Oh, ich hab's auch nicht gesehen gerade. Ah, warte, hier ist auch noch. Gegen Zaun gelaufen. Ja, ups. Ja, ganz. Ganz spannend. Ganz dramatisch. Hier. Ja, echt. Oh, da kommt, glaube ich, so ein GED-Typi. Weg. Ich sehe überhaupt gar keinen. Ach, da doch, vorne. Da kommt von rechts unten. Da unten ist einer. War's nicht. Ich hab nichts an deinen GPS-Geräten. Wir sind unauffällig. Wir sind getarnt. Mit Tarnkappe. Ja. Ich hab ein Tarnkappenpferd. Schade, wir hätten ein weißes nehmen sollen. Ja, genau, so ein Schneepferd. Genau. iPhone 5? Habe ich was übersehen? Ah, da hinten. Noch ein bisschen weiter geradeaus auf der Schneelandschaft hier. Ich werde hier die ganze Zeit eingeladen in irgendwelche Reitclubs, ey, voll nervig. Echt? Ich gar nicht. Ich bin nicht in deinem Reitclub. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Hä? Hey. Wo bist denn du? Ich habe, wenn ich das mal wüsste, ich bin gerade irgendwie wieder bei der Loretta, aber ich muss hier wieder in den Wald reinreiten, weil hier sind ja irgendwo diese... Du musst dahin, genau, wo der Mitarbeiter war, da musst du hin, da ist auch noch einer. Den hast du, glaube ich, noch nicht. Okay. Weiter einfach mal am Schmied vorbei. Na, guten Tag. Hallo, Herr Mitarbeiter. Wie geht's denn so? Entdeckt worden, oder was? Nö, der guckt hier nur so ein bisschen rum. Ich reite ein bisschen neben ihn her. Oh, hier. Ja. Ah, da ist das Letzte, okay. Hast du auch schon das Letzte? Ja, ich sehe jetzt das Letzte hier so in der Ferne vor mir. Aber das ist auch der Mitarbeiter, der läuft, glaube ich, direkt. Ja, ich weiß nicht, ich warte gleich mal ein bisschen. Wir sind hier definitiv falsch. Das ist ja so Splinter Cell-mäßig hier. Ich hab Angst. Der ist jetzt auf der Straße. Also du kannst jetzt oben auf den kleinen Hügel kannst du jetzt eigentlich alle... Ach nee, da ist noch einer. Vor allem uhuhu. Ich finde immer Teile, die ich anklicken muss, kann. Wenn ich wüsste, wo du bist... Ja, ich bin hier. Ach, da. Nee, nicht da, hier. Warte, ich guck mal, wo hier ist. Darf ich nicht weiterreiten? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich sehe hier überall nur weiße Pferde. Ah, da, warte mal. Bist du das? Ah, ich komme dir gerade entgegengeritten. Ah, okay. Ja, ich hab dich. Dann lauf, genau, lauf geradeaus. Da ist so ein kleiner Hügel. Nee, das ist doch nicht geradeaus. Was meinst du denn? Welches geradeaus? Bist du denn jetzt? Du reitest bei mir gerade neben mir auf der Stelle. Ach so. Ah, jetzt sehe ich zumindest, wo du hinläufst. Da ist ein GED-Mitarbeiter. Oh nein. Na und hier drauf müssten die sein. Also zumindest so einige davon. Ah, tatsächlich, da ist ja eins. Aber der GED hier gerade. Warte, ich lenke ihn mal ein bisschen ab. Ich versuch mal mit ihm zu flirten. Hallo? Wie wär's denn mit einem Kaffee oder so? Hallo? Er ignoriert mich. Sein Zwillingsbruder ist da vorne gerade. Hallo, wir sind auch Zwillingsschwestern. Ich wusste nicht, dass es hier auch Zwillingsbrüder gibt. Er geht einfach durch mich durch. Von dir, Typ. Ah! Du wurdest geschnappt. Oh nein. Die GED wird dich des Gebietes verweisen. Du musst doch mal mit Thomas sprechen, um dieses Problem zu lösen. Boah, ich hab einen Ladebalken. Echt? Du wurdest während deines Auftrags entdeckt, du musstest fliehen. Du musst von vorne anfangen. Naja, dann nochmal. Ey, Thomas, es tut mir echt leid.
enttäuschen zu müssen, aber die GED ist richtig böse. Was heißt GED eigentlich? Weißt du das? Aus dem Kopf jetzt so nicht, aber irgendwo steht das. Oder zumindest bei irgendeiner Quest oder irgendwo so wird es auf jeden Fall irgendwo stehen dann. Auf jeden Fall sind es die Bösen. Ja. Ganz Zwangsräumen bösen. Am Freitag. Ja, zum Glück haben wir heute Freitag. Achso, nee, die Zwangsräumung ist am Freitag. Ah, verstehe. Na, haben wir noch ein bisschen Zeit. So, ich muss jetzt hier lang reiten und dann, Ich lenke schon mal den Mitarbeiter ab. Genau. Ich mochte da einfach keinen Kaffee. Ah, das kann natürlich sein. Was mag er vielleicht? Ist so grün angezogen? Limonade? Der mag sicher grünen Tee. Oh, grüner Tee ist eigentlich ganz lecker. Ja, weiß ich. Habe ich mir jetzt letztens erst wieder im Teeladen gekauft. Grüner Tee mit Vanille. Das klingt gut, ja. 2 von 5. So, ist da vorne einer bei dir? Ja, Moment. Bei mir ist einer. Sehe dich gar nicht. Nee, das war ja jemand ganz anders. Wir gehen ein bisschen spazieren. Hier. Wir lernen uns kennen gerade. Ah, okay. Und mag er seinen Job? Er sieht ein bisschen gelangweilt aus. Also es ist ihn auch ein bisschen langweilig. Er läuft immer nur so im Kreis rum. Hat eigentlich schon alle Satelliten aufgestellt und den in der Hand hat, den will er auch nicht hergeben. 4 von 5 und... Von hier unten war noch irgendwo eins, oder? Ja, genau, da unten war auch noch einer. Ja, aber Fuchsfighter mag auch gerade irgendwie nicht so wirklich. Warte, ich zeig dir noch einen. Du reitest auch bei mir auf der Stelle gerade. Den habe ich schon deaktiviert. Machst du da unten schon? Ach, da bist du jetzt, okay. Ich häng in einem Baum. Ich sehe es. Geh weg. Nein, ich komme nicht weg. Das ist ein ganz besonders klebriger Baum. Ja, war sicher ein Gummibaum. Oh nee, da unten kommt wieder einer. Da oben kommt auch einer. Nein! Darf da die Ware sein? Hallo? Dann vielleicht auf der anderen Seite da, genau, wenn du gerade ausreitest. War doch auch irgendwo eins, oder? War nicht hier rechts noch einer? Warte, ich guck mal. Hier ist noch einer. Nee. Da, wo du stehst? Wo ich jetzt stehe, ja. Da steht auch noch eine andere Reiterin, aber irgendwie... Nee, bei mir steht niemand. Ist ja schon wieder gar nicht. Mann. Ich hab folge gesehen, wie den Weg. Das hab ich. Ja, das ist echt das blöd hier mit den ganzen Lägen. Man selber merkt das gar nicht so, aber man sieht das echt sehr an den anderen Spielern. Reite mal in den tiefen, tiefen Wald hinein. Vielleicht steht ja auch noch ein GPS. Nein, steht nicht. Natürlich nicht. Doch schade, dass man nicht irgendwie angezeigt bekommt, wo noch ein sein könnte. Wenn du auf die Karte guckst, dann ist es so leicht gelblich. So, die gelbe Fläche sehe ich, aber... Und da muss das irgendwo sein. Ah, ich hab's. Aber, oh Mist. Nein, nein, Pferd, reit doch mal los. Oh, nicht aufbäumen, losreiten. Ich stehe im Busch, super. Ganz toll. So, komm. Hast du es gefunden? Hallo. Boah, mein Pferd wirkt so klein. Oh, Anforderungen erfüllt. Jawohl. Super, dann kommen wir zurück. Boah. Spannende Quest, ey. Dann kannst du den GED ja wieder in die Wüste schicken. Genau. Tschüss. War schön mit dir. Der wollte ja eh keinen Kaffee. Ja. Der wollte keinen Kaffee, der wollte keinen Kakao. Nix. Einfach nichts. Die sehen auch alle gleich aus. Ich glaube, das sind alles Roboter oder so. Vielleicht sind es auch Fünflinge. Okay, die alle zur GED gegangen sind. Ja, wer weiß. Boah, vielleicht krass. Ist es ein Familienunternehmen. Genau, wollte ich gerade sagen. Sicher ein Familienunternehmen. Brillant, gut gemacht. Ich weiß mir das wirklich zu schätzen. Die Übersetzung ist manchmal echt drollig. Ja, das stimmt. Das wird alles ein wenig hinauszögern. Jetzt habe ich wenigstens etwas Zeit, meine Argumente gegen Herrn Campbell beim Stadtrat vorzubereiten. Ja, ist doch nett. Ja, und er hat noch eine Quest. Echt? Ich weiß nicht, bei mir ist es jetzt wieder gelb. Ja, was soll ich nur machen, Zelda? Oh Mann, der kann aber auch nichts alleine. Nee. Herr
Campbell macht mir wirklich Druck wegen dieser Dokumente. Ich bin mir sicher, dass ich ihn stoppen könnte, wenn ich ein wenig mehr Zeit hätte. Vielleicht könnte ihn eine kleine harmlose... Oh Gott, jetzt sind wir schon sabotieren, auf seiner Baustelle ablenken. Wenn er mit solch harten Bandagen kämpfen will, legt er sich genau mit dem Richtigen an. Also, da ist eine Stromzentrale an einem von den Strommasten, genau da, wo die Straße eine Biegung entlang der Baustelle macht. Dort sollte es einen Schalter geben, um der Baustelle den Strom zu nehmen. Es würden sogar die Lichter von diesem blöden Werbeplakat ausgehen. Das sollte uns wertvolle Zeit verschaffen. Okay. Das wollen wir schon sabotieren. Also langsam fühle ich mich echt kriminell. Ich bin doch hier ich dachte, im Sommerurlaub bin ich hier. Ja, warte mal ab. Warte mal ab, was die noch alles von dir verlangen. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Da habe ich total schlechtes Gewissen und kann nicht schlafen. Das kann passieren, ja. Moment. Jetzt weiß ich auch nicht gerade, wo lang. Nee, ich bin jetzt gerade bei der Mine. Ich bin falsch, glaube ich. Ach nee, ich reite hier einfach mal durch. Da hinten ist dieser gelbe, orangene Fleck schon wieder. Ach, jetzt habe ich hier die Sachen vom Konrad, die ich noch aufsammeln muss. Die blinken bei mir hier. Ja gut, nehme ich die nochmal schnell mit auf den Weg. Warum auch nicht? Genau, dann ist er auch zufrieden, genau. Moment. Muss ich... Hier lang? So. Ah, da oben. Wo bist denn du jetzt hingegangen? Bist du, Ich bin oben bei der Baustelle. Da ist so ein Bulldozer. Und vor allem ein Strommast. Okay. Ist das bei Jaspers Haus? Steht da ein Jasper in der Nähe rum? Oder ist da ein Haus in der Nähe? Hier ist kein Haus. Eine Baustelle. Ein Haus, ein kunterbuntes Haus. Vielleicht siehst du auch noch ein Äffchen und ein Pferd. Pferd sehe ich. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt habe ich den Strom abgedreht. Ah, jetzt da oben ist auch dieses Schild, von dem die reden. Oh, vielleicht steht auf diesem Schild was drauf. Dream Home. GED Global Energy. Wahrscheinlich Department heißt es. Das kann gut sein. Building the future, building your dream home. Gut, die Häuser sehen nicht wirklich aus wie mein Traumhaus, aber... Aber es ist ein Haus. Ein Haus, ja. Aber dafür wollen die ganze Landschaft hier kaputt machen. Ach doch, da oben steht ja ein fettes Haus. Okay, du hast recht, hier oben steht ein dickes Haus, aber da komme ich nicht hin, weil die Straße gesperrt ist. Ich glaube, das ist aber das Schloss von Silverglade. Das ist sehr gut möglich. Da kann man, glaube ich, erst später hin. Ach, ich reite noch mal zu Konrad. Und gebe die Quest mal schnell ab. Okay. Versuch dich mal zu verfolgen, wenn ich dem Gelege hinterherkomme. Da bist du. So, abgegeben. Wunderbar. Boah, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ist ja krass. Ist es schon wieder soweit? Ja, wir haben schon wieder... Ah, du bist weg. Nein, hä? Bist du? Ich bin weiter geradeaus, dass ich bei Thomas nochmal schnell die Quest abgeben kann. Weil das Schlechte ist nämlich, wenn du dich ausloggst irgendwann, dann sind deine ganzen Quests weg, die du am Laufen hast. Dann musst du die nochmal anfangen. Okay, gut. Dann machen wir definitiv nochmal hier die Thomas. Quest. Thomas. Thomas, hallo? Ach, der steht da. Ja, ich bin übrigens auch Mr. Orientierung. Das kenne ich irgendwoher. So. Hallo, Thomas. Das ist unbezahlbar. Ich glaube, ich könnte diesen Dummkopf seiner Arbeiter bis hier anschreien, hören. Jetzt habe ich ein wenig mehr Zeit, genau was ich brauche. Und wir müssen uns dieses hässliche Plakat nicht mehr angucken. Ja, das war wirklich hässlich. Jawohl, ich habe es abgeschlossen. Ja, warte, ich komme zu dir. Ich stehe zwar falsch rum, aber... Wo bist du? Ach, da bist du. Hä? Nee, das bist du nicht. Das ist Leia Zebra Road. Leia wer? Leia Zebra Road. Nee, ich stehe genau neben dir. Achso, dann bist du bei mir noch nicht angekommen. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen laggy. Ich weiß, ich möchte den Glade-Kugel das nicht... Ich möchte den nicht beitreten. Nein, denn ich möchte jetzt mich um mein Pferd kümmern. Genau. Aber ohne euch. Weil ihr dürft dabei nicht zugucken, wie ich mein Pferd pflege.
Und wir sehen uns alle wieder in der nächsten Folge, bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr, ach genau, ja, ihr schaut ja nie in die Infobox, deswegen sage ich es euch, wenn ihr in die Infobox guckt, dann seht ihr den Kanal von Windprinzessin. Also von dem Pferd. Ihr wisst ja, Windprinzessin. Und vielleicht könnt ihr auch Zelda dort entdecken. Ja, vielleicht. Und bestimmt vielleicht. Sieht man auch in meiner Videobeschreibung irgendeinen Link zu Leia. Zu Foxfighter. Und zu Foxfighter, natürlich. Genau. Dann sag ich mal, ach, nicht wegrennen. Nein, nicht wegreiten. Bleib doch. Ach, Mann. Es ist ein ungeduldiges Pferd, ein Foxfighter. Ja, ein ungeduldiges Pferd. Will unbedingt gereinigt werden. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.